In diesem Video zeige ich dir, wie du einen gelingsicheren Image-Transfer mit deinen eigenen Fotoausdrucken hinbekommst. Ja, an Materialien brauchst du gar nicht so viel. Das Wichtigste ist hier so ein Verpackungstape, ein transparentes, das man eigentlich auch in jedem Supermarkt bekommt. Und dann brauchst du noch eine Schere, eine Schüssel mit Wasser. Ich habe in dem Fall jetzt ein bisschen lauwarmes Wasser benutzt. Einen Schwamm, kann auch ein anderer Schwamm sein. Einen Pinsel, um später dein Bild noch ein bisschen zu säubern, ist aber eine Option. Und das Wichtigste ist natürlich dann die Ausdrucke, also eure Bilder. Und ich habe jetzt hier Laserausdrucke genommen in Schwarz-Weiß. Damit funktioniert es wirklich wunderbar. Das sind jetzt Bilder von mir vom Urlaub. Ich weiß, dass nicht jeder einen Laserdrucker zu Hause hat. Ich habe das jetzt auch selbst in den Copyshop begeben und wirklich für wenig Geld mir da einige Drucke, einige meiner Bilder ausgedruckt. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Was natürlich auch super ist, ist, wenn man Bilder hat, die eher weniger Kontrast haben, dass man da vielleicht in seinem an seinem Laptop oder an seinem PC nochmal in das Bild reingeht und den Kontrast erhöht, dann werden die Ausdrucke oder die Image-Transfers nämlich nochmal viel, viel schärfer und von der Kontur her genauer. Ansonsten funktioniert es aber eigentlich mit allen Bildern, die man so gemacht hat. Und ja, ich habe jetzt noch meine Unterlage auch ein bisschen vorbereitet dafür. Das wäre quasi so das letzte Material, was man braucht. Ist aber auch kein Muss. Ich habe jetzt hier Backpapier benutzt als Unterlage, weil Backpapier natürlich auch Flüssigkeit absorbiert. Und ich habe gemerkt, wenn man später den Image-Transfer quasi diese zweite Schicht an Papier runterrubbelt, dass es einfacher ist, wenn man quasi eine Unterlage hat, um quasi die auch für den nächsten Print wieder zu säubern. Ja, ich würde sagen, im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie dieser Image-Transfer funktioniert. Ja, und ich habe mir jetzt einfach ein Bild ausgesucht von einer Reise, was ich damals gemacht habe. Und der erste Schritt ist jetzt einfach, dieses Papier oder dieses Bild quasi mit dem Tape zu bekleben. Dafür ist es am besten, wenn man sich einfach die gewünschte Menge abschneidet und nicht quasi so aufklebt, weil so sonst Falten entstehen können oder man sich vielleicht auch mal verklebt. So, ich klebe das jetzt einfach mal hier drauf und streiche es glatt, damit auch keine Falten oder Blasen entstehen. Es ist natürlich so, dass dieses Tape jetzt natürlich nur eine gewisse Breite hat. Mir gefällt es jetzt so für meinen Ausschnitt von dem Bild, weil er natürlich auch sehr schmal ist. Und falls dein Bild natürlich größer ist, kann man auch mehrere Streifen nebeneinander setzen. So. Dann mache ich so, dass ich mir diesen Streifen einfach auch ausschneide. Weil wir den Rest ja nicht brauchen. So, und dann nehme ich mir meine Schüssel mit Wasser und ja, lege einfach das Papier so circa 2 bis 3 Minuten ungefähr rein. So, damit das schön. Bild jetzt einfach wieder raus. Ich stelle die Schüssel mal ein bisschen auf die Seite und lege mir das jetzt auf das Backpapier drauf. Und als nächstes brauchen wir den Schwamm. Und ich nehme den so ein bisschen doppelt. Bei dickeren Schwämmen muss man das natürlich nicht machen. Und dann fange ich einfach an, von der Mitte nach oben in eine Richtung quasi zu streichen. Und dann seht ihr schon, wie quasi sich die Papierschicht ablöst. Weil es bleibt am Ende dann nur noch der Print übrig, also die Farbe. Bei Schwarz-Weiß ist es dann das dunkle Schwarz und halt die dunkleren Grautöne, die damit gedruckt worden sind. Und man darf aber nicht zu fest quasi draufpressen, wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel einen farbigen Ausdruck hat und mehrere dunklere Flächen, dann kann es sein, dass die halt dann auch mit weggeschrubbt werden. Und das will man ja nicht. Deswegen am besten das erstmal testen und vorsichtig machen, sodass das dann auch ein schönes Ergebnis gibt. Genau, und dann gehe ich von der Mitte und streiche nach unten
und dann sieht man schon, wie das Motiv rauskommt. Ja, und am Ende kann man dann auch noch mal mit einem Pinsel drüber gehen und so diese letzten Reste vom Papier nochmal entfernen. Man kann auch nochmal mit dem Schwamm drüber gehen, wenn man merkt, oh, das reicht noch nicht so ganz genau, um einfach die Rückseite auch sauber zu bekommen. Ja, und das ist dann quasi der Print und ich mache es dann so, ich benutze die dann nicht sofort. Deshalb habe ich mir hier so eine Klarsichthülle zurechtgelegt, auf die ich die Prints dann erstmal sammle. Habe da jetzt auch einfach ein Kraftpapier reingelegt, damit ich auch sehe, wie die Prints auch wirken und aussehen. Und ja, durch die Oberfläche von der Klarsichthülle ist es natürlich auch leicht, die einfach wieder abzuziehen, wenn man sie benutzen will, weil ein bisschen kleben die immer auch noch. Und da sind die auf jeden Fall dann gut aufgehoben. Und dann kann man sie natürlich für vielerlei Projekte nutzen. In meinem Fall werde ich jetzt die quasi in mein China Journal, Art Journal mit einkleben. Und das Schöne daran finde ich einfach, dass quasi der Hintergrund bei diesen Drucken jetzt einfach wunderschön mit durchscheint und es einfach einen ganz anderen Effekt hat, wie wenn man natürlich einfach nur einen Ausdruck einklebt.